In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, ihr Lieben, ich habe jetzt eine Runde gebadet. Ist die Kamera so, Moment. Und, also, ich habe wirklich nur gebadet. Also, ich habe jetzt, weil ich gestern geduscht habe, bin ich jetzt schon mal rein und rund unter die Dusche geschlüpft. Genau. Und was ich noch sagen wollte, Lia hat sich jetzt endlich wieder bewegt. Das ist echt schlimm, wenn man einen harten Bauch hat. Was macht ihr da? Klar kann man sowas nicht beeinflussen, aber... Naja. Muss ja auch schlafen. Bitte! Dimmi, wir haben gleich 8 Uhr, oder? Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Da! Ja, wir haben 7:45, Schatz. Und ja, ich leg sie um 8 Uhr schlafen. Und danach... Ist doch nicht schlimm, ich mach das wieder dran. Du brauchst dich nicht aufzuregen, Schatz. Nicht aufregen. Ah! Nina hat heute ein paar Mal versucht, ihren Willen durchzusetzen. Ich weiß nicht seit neuestem von, wo sie das hat. Ja, war ein bisschen anstrengend. Aber einfach ignorieren. So mache ich es. Ich find das gar nicht gut, wenn das Kind heult und man dann direkt, oh, was hast du? Weil das Kind macht dann immer mehr und immer mehr und immer mehr weiter. Und das ist definitiv nicht gut. Wenn du einmal nachgibst, wiederholen die das jedes Mal. Lina ist zum Glück nicht so ein Kind. Das war das erste Mal, dass sie heute... Sie ist nicht mal abgegangen, aber... Sie wollte auch auf die Kindertoilette heute drauf, war sie auch. Aber hat nichts gemacht. Runter. Willst du runter? Ja. Okay. Kannst du den Stöpsel abmachen, bitte? Ja, okay. Ja, ich lege sie jetzt auch schlafen und dann ist auch gut. Für heute reicht es dann. Na, Schatz? Ja, ich kann. Ich wünschte, ich könnte sie euch zeigen. Naja, ich ziehe sie mal kurz an. So, ihr Lieben, ich liege länger als schlafen. Lina. Und danach wollte ich... wie heißt es schön? Das gehört Lia, ne? Nein, du! Ja, das steigt da nicht drauf. Du fällst runter an mir. Und ich wollte euch noch was zeigen, und zwar, voll viele haben mir Kirschkernkissen empfohlen für Lia, falls sie Bauchschmerzen oder so bekommt. Jetzt habe ich ein paar Sachen bekommen, und zwar von KipCap. Also das hier ist ein Wärmekissen. Was denn? Das legt man dann aufs Bauch drauf und das ist ein bisschen größer, also das legt man über das komplette Bauch drauf. Moment. So, das sieht so aus. Und da, ich glaube, das ist ein Kirschkernkissen, oder? Das ist ein sehr, sehr schöner Stoff. Ich habe jetzt das bekommen. Und dann eine Wickelunterlage. Weil voll viele meinten auch, kauf bei DM Wickelunterlagen. Aber warum soll ich jedes Mal neue Wickelunterlagen kaufen? Also, wisst ihr, wie ich meine? Dann habe ich das hier und das kann man auch waschen. Und das ist hier total weich. Also... Ist nicht dieser Stoff, wie wenn ihr draußen auf dem Wickeltisch oder so irgendwo das Kind wickelt, dass das so kalt ist. Und dazu passend haben die mir noch voll lieb so eine Wickeltasche geschickt für Lia, für unterwegs. Ja, genau, das wollte ich euch zeigen. Ich verlinke euch die Seite unten in der Infobox, www.kipcap.com. Und dann könnt ihr euch da mal umschauen. Ja, und sonst, wie gesagt, Nina geht jetzt schlafen. Ne, Linosch? Ich gucke jetzt noch aus dem Fenster. Und seht ihr das? Lina hat unsere Gardine runtergezogen. Aber dann muss ich es morgen gerade machen. Ja, ich habe jetzt auch kein Fassli oder so gegessen extra, damit Aula das heute essen kann. Wir haben noch Fassli von gestern. Und ich finde, Fassli schmeckt am nächsten Tag viel leckerer als wie am jetzigen Tag. Ja, so, ich lege jetzt Lina schlafen und dann melde ich mich gleich bei euch nochmal.
So, ihr Lieben, ich bin total müde. Lina ist auch gerade aufgewacht, sie hat ein bisschen geweint, ich weiß nicht warum. Ja, ich habe sie dann um abends, sie ist dann wieder eingeschlafen. Naja, ich würde sagen, ich vlogge morgen weiter. Also der Vlog geht jetzt gleich weiter. Morgen bin ich bei meiner Mama. Und was gibt's morgen noch? Ja, genau. Morgen bin ich einfach bei meiner Mama. Sie meinte, ich soll zu ihr. Ich glaube, sie hat uns vermisst, weil wir letzte Woche nicht da waren. Ja. Keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja. Wir sind jetzt wach. Wir haben gefrühstückt mit Lina. Ich bin mit dem Laptop beschäftigt. Ich habe gerade ein Video bearbeitet und wir chillen hier jetzt. Ja, und später muss ich mich fertig machen. Wir gehen jetzt zu Mama. Ich weiß noch nicht, ob ich für Albert kochen muss. Wir haben auf jeden Fall, also der hat gestern Fassole gegessen, gestern Nacht. Das habe ich noch mitbekommen. Ja, Lina ist jetzt am Bauen mit Legos, spielt sie und sonst gibt es eigentlich nichts. Ich nehme euch auf jeden Fall mit zu Mama. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange der Vlog geht. Ich fange den mal an zu bearbeiten. Wenn ich merke, der ist zu lang geworden, dann cutte ich den. Und dann steht am Ende, Fortsetzung folgt. Und wenn nicht, dann geht's weiter mit dem Vlog. Der Karton, wir haben ja bestimmte Zeitfälle, dürfen wir machen. Wir sind Eigenstein der Jappenstadt. Ich sehe wieder die Schnecke. Der Karton, der Zeit. Ah, Samstag wieder. Und dann wirklich. Echt? Die haben eine Rallye gemacht. Aber sie ja nicht. Ich hätte wieder Feier für Land. Einmal im Jahr. Doch, wo Auder uns abgeholt hat, es ist Norden geht schon, der Axel hoch aus Norden. Schäler, Motor, Bicycletlere. Wo wir mit Auder rausgegangen sind, weißt du noch? Die sind voll aus verschiedenen Städten gekommen. Für die Gefahren haben, die lassen sich nochmal. Das ist voll geil. Und wenn die einmal Unfall machen, ist es vorbei. Wenn du einmal runterrutscht, dann geht es alles. So, ihr Lieben, heute ist der nächste Tag. Ich wollte euch ganz kurz den Einkauf zeigen von gestern Moment. Und zwar habe ich einen 50% Gutschein gewonnen auf Alsings Family. Und da haben wir gestern ein paar Sachen geholt. Ich zeige euch die mal. Und zwar für Lina einmal diese Hose. Die hat am Ende nur noch 3,50 gekostet. Danach dieses Oberteil für Lina für 5 Euro. Das sind zwei Teile. Ah, ich habe die Pizza mal. Oh, es geht mir gerne mal gar nicht. Dann für Lia ein zwei Teile, das ist Größe 68, hat auch nur noch 5 Euro gekostet. Einmal so ein Wickelbuddy. Da steht, da ist eine Katze drauf. Dann ist da noch so ein Hütchen. Und die passende Hose. Dann habe ich gekauft einmal diese Hose für 2 Euro. Das ist jetzt Größe 68, glaube ich. Ja, 68. Dann noch ein Dreiteiler für 5,50. Größe 68, einmal dieses Oberteil, dann diese Jacke dazu und diese Hose. Und dann habe ich noch Dreieckstücher geholt, aber nur weil die so günstig waren. Die haben nur 50 Cent pro Stück gekostet. Einmal das kann man auch so wenden. Dann noch eins. Noch eins. Also eigentlich haben die gekostet 2,99 und dann waren die reduziert auf 1,99 und dann auf 99 Cent. Deswegen habe ich halt nur
50 Cent bezahlt und ich finde, das ist voll günstig für Spucktücher. Ich finde die viel besser als die letzten. So, dann zeige ich euch noch kurz, was Mama für Lia gekauft hat. Und zwar einmal dieses Set, das hat gekostet 5 Euro, auch 68, auch ein sehr schönes Set. Danach einmal dieses Oberteil, auch in 68 für 2,50. So. Dann einmal diese Hose in 80. Okay. In 80 für 2,50. Und dieses Set wird sie, glaube ich, anziehen, wenn sie aus dem Krankenhaus raus ist. Das ist jetzt Größe 56 für 4 Euro. Also macht mal bei dem Gewinnspiel mit, der geht noch bis zum 20. Da müsst ihr einfach auf Ernstings Family gehen und da muss man dann pusten und dann kann man so Prozente gewinnen. Ja, dann könnt ihr da schön einkaufen und die Prozente gehen auf alles. Lina hat noch ein Elsa-Set bekommen, Frühstücksset von meiner Mama. Das hat auch am Ende nur 5 Euro gekostet statt 10. Und ja. Gehst du? Ja, das war's auch. Mehr haben wir nicht gekauft. Ich habe halt online noch für Lina ein paar Oberteile bestellt. Die liefern das dann in die Filiale. Und ich hole das dann ab. Mal schauen, ich warte jetzt auf Audel, der ist noch am Schlafen. Und dann gehen wir auch nach Hause. Ach, ich glaube, ich bin krank geworden, ey. Ja. Ich würde auch sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.